Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas und ihr seht hier ein neues Projekt. So neu ist es eigentlich gar nicht, zumindest nicht für mich, und zwar Cube. Und wichtig sind die Punkte dazwischen, Q.U.B.E. Ja, das steht für Quick Understanding of Block Extrusion, also für schnelles Verstehen von Blöcken, Extrusion, ja, was ist das? Austragung heißt, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Aber ihr werdet sehen, was sich darunter verbirgt. Das ist etwas kryptisch, der Name. Außerdem seht ihr hier an der Stelle, ich muss mal ganz kurz, obwohl die Lautstärke kann man nicht so lassen, ne? Ich kann sie ja bei mir etwas runterregeln. Ihr seht darunter Director's Cut. Und zwar, ich habe das Spiel schon vor sehr, sehr langer Zeit gespielt. Es ist ein Rätselspiel, so im Schlage eines Portals, Portal oder Portal, wie einige sagen, ne? Und ich kann mich schon kaum an die Rätsel erinnern, ne? Vielleicht an die einen oder anderen werden bekannt vorkommen, aber im Großen und Ganzen ist das wieder eher so semi-blind, so halbblind, ne, das Spiel. Was aber definitiv neu für mich ist, ist der Director's Cut. Da soll es einige Änderungen in den Rätsel gegeben haben, aber in erster Linie hat dieses Spiel eine richtige Story verpasst bekommen. Und ich muss dazu sagen, die ist auf Englisch, die Story, ne? Und ich stelle nochmal ganz schnell meinen Timer, damit ich weiß, wie lange ich streame bzw. aufnehme. Und zwar streame dieses Spiel nämlich aktuell gerade, und diejenigen, die es bei YouTube sehen, die sehen nur einen Zusammenschnitt. Ja, nicht ein Zusammenschnitt, Quatsch, ein Mitschnitt. Ne? Es wird nicht zusammengeschnitten, es wird so eins zu eins also rausgeprügelt sozusagen. So, da geht's los. Damit ich ungefähr weiß, wie lange ich hier so am Stream bin, damit ich ungefähr weiß, wie viele Folgen man daraus machen kann und so weiter und so fort. Ne? Ja, das war einiges an Einführung sozusagen. Da können wir eigentlich mal ein neues Spiel anfangen. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. Listen, there's been a complication. We can't link it to your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Mission Control are concerned you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth, a very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now, listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not Mission Control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm.
and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you. And believe it. Na gut, ich guck gleich mal nach, ob man hier irgendwo Untertitel einstellen kann. Sound. Kann man das Master Volume einstellen. Brightness, gut. Grafik, hier alles an. Also das Ding. Dynamic Lighting ist highly recommend for the best experience. Genau. Kann man alles nicht einstellen. Full Screen. Ja, komisch. Offensichtlich kann man keine Untertitel einstellen, ist ein bisschen schade, ne? Das bedeutet, ihr müsst sozusagen aufmerksam mit zuhören. Ich weiß nicht, ob die Story so wichtig ist. Hä? Hä? Moment. Oh, schön. Wieso, bitteschön, vor uns war das noch eingestellt, irgendwie, right, space, oh, ein Traum, ich kann mich bewegen, wunderbar. So, was hat die gute Frau gesagt, für diejenigen, die vielleicht im Englischen nicht so mächtig sind, im Großen und Ganzen, hat sie erstmal festgestellt, dass mein Sauerstoffverbrauch hochgegangen ist. Das heißt, ich bin am Leben und bei Bewusstsein. Sie hat erzählt, dass ich irgendwie lange durchs oder weit ins All gereist bin. Ne, was auch immer das für eine Station hier ist, diese doch sehr steril aussehende Oberfläche und so. Aber das ist einfach der Stil des Spiels. Sie hat gesagt, dass die Menschen auf der Erde sozusagen von meinem Erfolg abhängig sind. Was auch immer sie damit meint. Und außerdem hat sie gesagt, dass Mission Control, also sozusagen die Typen auf der Erde, die irgendwelche NASA-Missionen quasi kontrollieren, deswegen Mission Control, nicht mit mir reden können, aber sie kann es. Sie wäre ein Astronaut an Bord der ISS. Und sie... Naja, sie wiederholt sozusagen alles das, was Mission Control ihr sagt. Also sie ist sozusagen ein bisschen der Repeater. Und immer dann, wenn sie sozusagen auf der anderen Seite des Orbits ist, muss ich mal kurz die Klappe halten, weil dann kann sie mich nicht erreichen. So, und das ist jetzt aktuell der Fall. Ja, wir könnten jetzt eine Weile warten. Wir könnten natürlich jetzt einfach mal ausrechnen, googeln oder so, wie lange die ISS überhaupt einmal um die Erde braucht. Und wir könnten einfach mal warten, ob die derzeit wiederkommt, ob das realistisch ist. Aber wir lassen das einfach. Ich weiß auch nicht, ob die Story so krass ist. Also ich hätte jetzt hier mit irgendwelchen Astronauten überhaupt nicht gerechnet. Na? Im Endeffekt geht es um das Spiel. Es ist ein Rätselspiel. So. Hier fahren wir runter. So, wenn ich auf meine FPS-Zahl hier am linken Bildschirm gucke, ihr seht die nicht, aber ich sehe sie, dann muss ich sagen, das Spiel läuft echt absolut flüssig. Wie gesagt, es basiert auf der Unreal Engine und ich habe hier durchgängig 60 Frames, ich nehme aber bloß mit 30 auf. Ich habe es auch probiert mit 60 aufzunehmen, aber das funktioniert auch erstaunlich gut, zumindest in dem kurzen Abschnitt, in dem wir uns hier gerade befinden. Ne? Allerdings, in dem Moment, in dem ich noch streame, nebenbei funktioniert es nicht mehr ganz. Und da habe ich gesagt, ach scheiß drauf, 30 Frames reichen aus, Dicke. Streamen würde ich ja eh nicht mit 60 Frames, das wäre wirklich bloß für meine YouTube-Zuschauer dann. Und was passiert jetzt? Ah, hier, Aufzug. Na, das wäre nur für meine YouTube-Zuschauer. Und bisher habe ich nur mit 30 FPS hochgeladen. Und ich finde diesen ganzen Trend zu 60 FPS, finde ich auch ein bisschen, ja, es geht, es ist in Ordnung, es ist bestimmt noch eine kleine Verbesserung, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht etwas esoterisch alles. Na, ich kann mir nicht vorstellen, also
ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich hier Counter-Strike spielen würde oder so, es würde jetzt echt auf Millisekunden von Reaktionszeit ankommen oder sowas. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass niedriger Lag, also niedrige Pings sozusagen und vor allen Dingen auch richtig hohe FPS-Zahlen wirklich von Relevanz sind. Ja. Aber... Okay, was ist das? Hier ist jetzt ein Ding weiß geworden. Das ist wie so eine Art Counter, hä? Vielleicht? Vielleicht beginnt jetzt das erste Level oder der erste Akt oder so. Ja. Ja, wie gesagt, also in solchen Bereichen kann ich mir vorstellen, dass es da echt von Interesse ist, hohe FPS zu haben. Und das ist auch der Grund, weswegen viele Leute sozusagen das Spiel auch in total hässlich spielen. So, was machen wir hier? Handschuhe? Ah. Okay. So, ihr seht also, mit den Handschuhen kann ich diese Blöcke beeinflussen. Deswegen Extrusion, sozusagen das Rein- und Rausfahren als Austragung. Na, für diejenigen, die sich mit solchen Programmen wie SolidWorks auskennen, wissen, was eine Austragung ist, kann man hier Treppen bauen. Okay, was ist das? Blau? Ah. Das ist ein Katapult, hä? Wupp. Hehe. So. Juhu, wuppi. Sehr schön. So, das kann man hier noch ein bisschen austragen. Oh. Sauber. Okay, was ist das? Ah. Je nachdem, welchen von den dreien ich anklicke, also jetzt kommen irgendwie alle raus, aber denjenigen, den ich anklicke, der kommt höher raus. Ah, hier. Wenn ich den in der Mitte rausklicke, dann kommt der eben so raus. Die anderen wissen ja nie, was sie machen sollen. Aber wenn ich den hier, hier ausmache, dann kriege ich eine Treppe hin. So, da wird es jetzt auch so sein, wahrscheinlich. Und, yippie, ein Traum. Nee. Ja, blöd. So. Oh. So. Na, wenn das nichts ist. Oh. Was Quick Understanding of Block Extrusion? Da habt ihr es mal gesehen. So, da oben muss ich hin. Ganz weit aus, fahren den hier hoch, komm hier hoch. Und dann den hier vielleicht, komm ich hier rüber gesprungen? Ja. So. Das geht nicht, aber das geht. So. Oh. Für diejenigen, die mich nicht in ihrer... Hallo?
Okay. Für diejenigen, die mich noch nicht so richtig kennen oder sowas, oder zumindest nicht von Anfang an dabei waren, als ich angefangen habe mit Let's Plays, ich mache das jetzt seit gut 2 Jahren. Seit reichlich 2 Jahren, ja. Und ich habe da tatsächlich mit Portal 2 angefangen, habe dort Community Maps gespielt. Ich wollte keine, also ich hab nie Portal 2 als Let's Play richtig durchgespielt. Ich habe es natürlich selber durchgespielt und auch Koop-Missionen. Aber Community Maps habe ich, Let's Play, also richtig, das Hauptspiel sozusagen habe ich nicht gespielt, sondern ich habe Community Maps gemacht. Und das war mein Anfang. So, warte mal, was mache ich denn hier am besten? Vielleicht so. Ja. Machen wir das mal so. Jetzt kommt den hier raus. Oh, feuchten. Ach, sie. Ah, ja, genau. Jetzt kommt rüber. Sehr schön. Ja, ich habe mit Portal 2 Community Maps angefangen. Das heißt, dementsprechend ist auch der. Was jetzt? Ja, genau. Sektor 1 completed. Okay, also ist das wirklich so eine Art Counter. Ja, das sind meine Ursprünge sozusagen. Rätselspiele. Ich finde ja Rätselspiele großartig. Na? So, was ist das? Da kann ich nichts machen. Okay. Hä? Okay, was ist das? Der macht offensichtlich den Würfel da rein. Also. Offensichtlich brauchen wir hier den Würfel unten. Ach, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Okay. Sehr schön. Schön. Und jetzt? Ah, Moment. Ach, immer drüber gesprungen, super. Klasse, Andreas. Naja. Aber das Ziel war klar, der Plan. Das ist jetzt fast peinlich. So, herrlich. Okay. Ich denke, ich muss den Würfel hier hochbringen. Genau, da muss er noch hoch, da kann ich so hochspringen. So, da probieren wir das mal. Zack. So, jetzt hier.
Ich muss hier jetzt einmal bis dahin. Okay, wie kriege ich den jetzt darüber? Ach, ich bin blöd, das muss ich doch gar nicht. Ich kann doch auch von der anderen Seite aufspringen. Oh. So. Mist kann ich natürlich nie. So, jetzt. Herrlich. So, was passiert jetzt hier? Also wie gesagt, ich mag... Mhm. 919, 19. Ach Quatsch, 919. Hm. So, da kommt eine Kugel. Ah ja. Okay. Warum liegen die Dinger hier? Also das Ding muss erstmal runter. Der muss jetzt darüber irgendwie. Anschieben? Nee. Yay! Wupp! Oh, da geht's auf, die Tür. Gehen wir durch. Und siehe da! Den nächsten Sektor completed. Vervollständigt, natürlich.